Wir haben heute absolute Katastrophenzahlen gesehen aus den USA, aber auch aus Europa in der Corona-Krise. Die Frage, die sich eigentlich stellt, ist, warum halten sich die Aktienmärkte noch relativ gut? Warum gibt es da keinen massiven Abverkauf, gar einen Crash? Und diese Frage versuche ich in diesem Video zu beantworten, zumindest ein Schlaglicht zu werfen, warum das so ist. Aber schauen wir uns erstmal die Katastrophe an. Heute die US-Arbeitsmarktdaten, die waren eigentlich erwartet. Bei 100.000 verlorenen Stellen. Wir sehen, es sind knapp über 700.000 geworden. Das ist der größte Rückgang, den wir sehen seit der Finanzkrise. Da hatten wir ein paar Monate ähnliche Zahlen. Absolut desaströs, deutlich schlechter also als erwartet. Und da sowohl diese US-Arbeitsmarktdaten ja nicht komplett den Monat wirklich erfassen, sondern nur einen gewissen Teil. Also ein Teil ist vor allem noch vor dem Lockdown, vor der Abriegelung oder der Ausgangssperre in vielen amerikanischen Provinzen entstanden. Und das ist ein bisschen so, wenn man das Gesamtbild jetzt mal sieht, wie diese Grafik von Nassim Taleb über amerikanische Truthähne. Die werden jeden Tag gefüttert, es geht bergauf. Die denken sich, mein Gott, ist das ein tolles Leben. Und da ist dann plötzlich sozusagen der radikale, sofortige, plötzliche Abstieg, der Knockout, der Exit, der schwarze Schwan, der alle plötzlich unvermittelt trifft, alle diese Truthähne, die in der Regel 1000 Tage so gemästet und gefüttert werden. Und man hat das Gefühl, die Notenbanken haben seit der Finanzkrise eben auch die US-Konjunktur oder die weltweite Konjunktur gefüttert und gemästet. Und jetzt kommt dieser schwarze Schwan und all das fällt in sich zusammen. Wir sehen vor allem in diesen Dienstleistungssektoren, bei den US-Arbeitsmarktdaten die massivsten Rückgänge, Leisure und Hospitality, Private Service Providing, Payrolls, also all das, was auf Dienstleistung basiert, das ist schwer abgestürzt. Und wir sehen auch, wer die Hauptopfer sind. Das sind nämlich die Hispanics. Das hatte sich in Umfragen vorher schon angedeutet, der untere Chart hier, den Sie sehen. Da sehen wir den Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den verschiedenen ethnischen Gruppen in den USA und die Hispanics, die eben sehr stark und sehr viel in der Gastro arbeiten, in der sogenannten Gig Economy, die sind hier am stärksten betroffen. Und auffallend auch der obere Chart, die Labor Force Participation Rate, ist deutlich zurückgegangen. Das heißt, dass weniger Amerikaner versuchen, überhaupt einen Job zu finden, weil sie glauben, macht eh keinen Sinn, ist derzeit eh keiner zu erlangen, keinen Job zu kriegen. Deswegen fangen sie auch erst gar nicht an zu suchen. Das sieht man jetzt in diesen Zahlen. Wie geht es weiter? Das ist die große Frage. Ich sagte schon, dieser März oder die Zahlen, die heute veröffentlicht wurden zu den US-Arbeitsmarktdaten, die erfassen noch nicht wirklich den kompletten März. Dementsprechend sehen wir, dass die Projektionen so sind, dass wir bis Mai wahrscheinlich 27,9 Millionen Stellen verlieren werden in den USA. Wir haben ja jetzt in Sachen Erstanträge in den letzten zwei Wochen schon einen Verlust von 10 Millionen Jobs gesehen. 27,9 Millionen Jobs bis Mai. Das würde bedeuten, dass der gesamte Jobaufbau, den wir seit der Finanzkrise in den USA gesehen haben, mit einem Schlag und innerhalb von wenigen Monaten, von zwei, drei Monaten komplett ausradiert wäre. Das sind natürlich schon bestimmte Dimensionen. Wie geht es weiter mit den Zahlen im April, die dann Anfang Mai veröffentlicht werden, nämlich die US-Arbeitsmarktdaten? Und da sagte Bloomberg, die Schätzungen, die frühen Schätzungen für den April-Arbeitsmarktbericht, die liegen bei minus 20 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. Heute hatten wir minus 700.000, minus 20 Millionen. Das ist also nochmal eine ganz andere Dimension. Mit einer Arbeitslosenquote von 15%. Heute sind wir raufgegangen auf 4,2%. Man sieht also, dass wir heute wahrscheinlich nur den Anfang gesehen haben, das erste Aufflackern gesehen haben, dass da der Fall war. Und dann kommt eben jetzt dieser Zyklus, den ich heute Morgen schon mal in dieser Grafik gezeigt hatte. Die Unternehmen verdienen weniger Geld aufgrund der Situation, also müssen sie gucken, dass sie profitabel bleiben. Profitabel bleiben sie, indem sie weitere Menschen entlassen, denn die sind teuer. Dadurch verlieren diese Menschen, die ihren Job verlieren, natürlich den Optimismus, die Konsumfreude. Dementsprechend wird dann weniger konsumiert, wodurch die Unternehmen dann eben wieder weniger verdienen. Das ist dieser Teufelskreis, der sich jetzt in Gang gesetzt hat. Warum aber ist das in bestimmten Bereichen besonders ausgeprägt? Wir haben hier mal eine Grafik, die interessant ist. Nämlich hier sind die Bundesstaaten in den USA, wo eine Stay-at-Home-Order der Fall ist, statewide order, also wo das praktisch für das ganze Bundesland in den USA gilt. Da sehen wir vor allem die Ostküste und die Westküste, nicht aber
Teile des Mittleren Westens, ja eigentlich Trump-Land vorwiegend. In anderen Staaten ist das so ein bisschen eingeschränkt, also ist noch nicht so wirklich fortgeschritten. Möglicherweise werden wir aber dahin kommen, dass die Bundesländer hier alle blau werden. Dann würde sozusagen die ökonomische Folgedimension auch noch deutlich größer werden. Schauen wir uns mal an, wie die weltweite Lage ist. Hier sehen wir die Länder, die dunkel, sehr dunkel gekennzeichnet sind. Das sind die, die entweder ihre Grenzen komplett geschlossen haben oder teilweise geschlossen haben, auf jeden Fall starke Einschränkungen der Bewegungsfreiheit hier verordnet haben. Und das ist schon eine ganze Menge. Das ist überwiegend Asien, das ist Kanada, das ist weite Teile Südamerikas, auch Afrika ist teilweise hier betroffen. Das heißt, mehr Menschen inzwischen sind betroffen auf der Welt von diesen, naja, wie soll man sagen, Beschränkungen der Bewegungsfreiheit als Menschen, die davon nicht betroffen sind, deutlich mehr. Das ist also etwas, was sozusagen wirklich ein globales Phänomen ist, was wir hier erleben. Aber ich hatte die Frage gestellt am Anfang, warum verkaufen die Aktienmärkte nicht komplett ab? Denn diese Zahl heute, die war nicht erwartet worden, die war deutlich schlechter. Und wir werden gleich noch europäische Konjunkturdaten sehen, die waren fast noch grottiger. Aber schauen wir uns mal hier an den Vergleich zwischen der Bilanzsumme der Fed und dem S&P 500. Und es gab ja ein Muster vor der Corona-Krise. Dieses Muster war, dass wenn die Bilanzsumme der Fed steigt, dann steigt auch der S&P. Und wir sehen, ein bisschen ist das jetzt wieder der Fall. Ich rücke mal wieder die Grafik hier ein bisschen nach rechts, damit Sie die gut sehen können. Viele sagen ja, der Fugmann, der steht immer vor dem Bild. Nein, ich bin ja schon schmal, aber ich versuche noch ein bisschen schmaler zu werden und mich so ein bisschen aus dem Bild zu begeben, dass Sie die Grafik auch gut sehen. Aber ich mache gleich mal die nächste Grafik. Hier sehen wir nochmal in Balkenformat den Vergleich zwischen S&P 500 hier, dieser hellere Chart und der blaue Balken oder die blauen Balken sind die Fed-Bilanzsumme. Und wir sehen, seit 2 Wochen ist die massive Explosion der Bilanzsumme der Fed, wie gesagt hier in blau gekennzeichnet, doch eine gewisse Stütze für den S&P 500. Man spielt jetzt also das Argument, okay, die Liquidität, die könnte uns retten, aber es ist eben so, die Amerikaner, Millionen von Amerikanern, nämlich gut 60%, sind nicht mal in der Lage, wenn die Waschmaschine kaputt geht, das adäquat zu ersetzen, weil sie schlichtweg das finanzielle Polster nicht haben. Und das gilt insbesondere für die Jüngeren, weil man von Paycheck zu Paycheck lebt. Man ist hoch verschuldet. Ich hatte heute Morgen gezeigt, Kreditkartenkosten, wenn man die Kreditkarte überzieht, also unter Null kommt, bei über 17% derzeit. Und die Frage ist ja, wie schnell kommt das Geld bei den Leuten an? Dementsprechend ist die Stimmung jetzt noch okay, aber wenn sich das mit dem Geld verzögert und die Cash-Reserven der Leute ausgehen, dann haben wir da auch mental eine komplett andere Situation. Ich hatte Daten aus Europa versprochen, hier sind sie. Hier sehen wir zum Beispiel den Einkaufsmanager Dienstleistung aus Spanien, der heute veröffentlicht wurde. Der ist von knapp über 50, was Expansion bedeutet, jetzt auf 23 gefallen. Das gab es noch nie, einen solchen Absturz. Wir sehen ein ähnliches Bild in Italien, sogar noch krasser, auch von über 50 kommend, auf jetzt 17,4. Das muss man sich mal vorstellen. Also das sind Dinge, die noch nie verzeichnet wurden, seit es diesen Index gibt. Und wir haben jetzt ein Beispiel ja in Schweden, das viele immer zitieren. Mensch, wir müssen es so machen wie die Schweden. Es gibt ja diese Leute, die sagen, es ist alles total medial aufgepumpt. Das ist totaler Quatsch mit diesem Coronavirus. Und das halte ich selber wiederum für Quatsch. Man sollte also weder das Ganze panisch überdramatisieren, noch eben sagen, das ist totaler Quatsch. Nein, das ist ein reales Phänomen. Und die Schweden gehen eben ganz anders damit um. Da gehen die Kinder nach wie vor in die Schule. Es gibt so ein paar Einschränkungen, aber das öffentliche Leben findet überwiegend statt. Die Alten werden aufgefordert, bleibt zu Hause, geht am besten nicht raus, aber ansonsten findet da vieles statt. Und in der unteren Grafik sehen wir, dass aber Schweden derzeit jetzt die mit Abstand höchste Mortalitätsrate hat. Und das Modell ist in Schweden hoch umstritten. Es gibt viele, die sagen, mein Gott, ihr seid total wahnsinnig, das zu machen. Auch Virologen, die sagen, wir müssen sofort eben ähnlich agieren wie andere Länder, die das viel schärfer regulieren. Das ist jetzt das Beispiel, das wirklich darüber entscheidet, wenn Schweden mit diesem Beispiel erfolgreich wäre, wäre das natürlich ein riesen Hoffnungszeichen. Wenn nicht, dann ist das natürlich eine riesige Katastrophe, vor allem für die Schweden. Aber schauen wir uns mal die Charts an, die ich Ihnen hier displaye. Wir sehen zunächst mal
den Dow Jones. Wir sehen, es geht ein bisschen nach unten, 20.965. Aber es ist nicht dramatisch. Es ist nicht das, was man hätte vielleicht vermuten, erwarten, befürchten können. Angesichts doch dieser Katastrophenzahlen, das liegt wie gesagt an dem Glauben nochmal, dass die Fed es richten kann. Ölpreis, den wir gleich sehen, hat da auch ein bisschen geholfen, nachdem Trump verbal interveniert hat, ohne jegliche Substanz. Aber egal, schauen wir uns mal den DAX an, 9.467 Punkte, hält sich auch einigermaßen. Euro-Dollar ist seitwärts gerichtet, aber unter der 1,08er Marke inzwischen, 1,0784. Kein gutes Zeichen eben, wenn Dollar stärker ist, dann haben wir ein Problem. Übergeordnet wird der Dollar ein Riesenthema bekommen. Irgendwann werden die Investoren fragen, dieses Defizit, das soll ich bezahlen, mache ich nicht. Wir sehen Gold wieder etwas besser aufgestellt bei 1617 Dollar und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das sich nach wie vor gut hält, bei 28,49 Dollar. Heute will sich ja Trump mit den Frackern in den USA treffen. Die Hoffnung ist, dass man sich da irgendwie vor allem international einigt, dass die Saudis die Fracker an einen Tisch bekommen, zusammen mit den Russen und man dann irgendwie irgendwas beschließt. Aber das ist mehr Hoffnung als Realität. Sei es drum. Also die Märkte halten sich noch. Wir sehen oder wollen mal sehen, wie das heute dann vor dem Wochenende ist. Das ist ja immer so ein kritischer Punkt. Wer weiß, was am Wochenende für Nachrichten kommen. Positive vielleicht sogar oder negative. Da darf man gespannt sein, wie die Wall Street heute agiert. Ich wünsche jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao.